Hier liegt Besteck und einige Nahrungsmittel in Gläsern. Überall das gleiche. Schade. Obwohl es jetzt wieder ein unterschiedliches Regal, also ein anderes Regal ist. Ist hier nirgendwo was? Schade. Herr Con. Könnt ihr auch schon das Essen meiner Frau riechen? Hab ich einen Hunger! Sie macht anscheinend sehr gutes Essen, was? Und wie? Sie kocht einfach großartig! Allein der Schmorbraten ist sowas von lecker! Da würde ich für sterben! Na, dann bist du wenigstens in dieser Hinsicht gut versorgt, was? Ja, das stimmt! Und dafür liebe ich sie! Sie ist die beste Frau, die man sich nur wünschen kann! Aber sie hat doch auch noch andere Qualitäten, oder? Eigentlich nicht. Du liebst sie nur, weil sie gut kochen kann? Hey, mischt euch mal nicht in unsere Beziehung ein, okay? Deine Frau tut mir leid. Na los, geht schon. Sowas muss ich mir sicher nicht anhören. Komm, Elaine, lass ihn. Wenn seine Frau so dumm ist, dann können wir auch nichts dafür. Diese elenden Chauvinisten. Chauvinisten. Halt mal, ich habe seine Gedanken nicht gelesen. Also ich habe so einen großen Hunger, ich könnte ein ganzes Pferd essen. Und ein Schwein noch hinterher. Ja, ja, meine Arbeit macht eben hungrig. Zum Glück habe ich die da unten geheiratet. Die kann so verdammt gut kochen. Da ist alles andere nur nebensächlich. Blitzstab erhalten. Geheimnis. Hier steht ein Buch mit Vorstellungen aller Städte der Welt. Shanna, Astion, Lombard, Thürig und noch viele mehr. Nichts Interessantes dabei. Hier stehen lauter Romane voll Liebe, Hass und Verrat. Nur lauter unnützes Gerümpel. Okay, gehen wir. Wir bleiben erstmal hier auf dieser Höhe. Okay, ich komme hier gar nicht vorbei. Okay, dann gehen wir da hoch. Geht's denn hier noch weiter nach oben? Ah, vorbei. Okay, wir haben endlich das obere Ende erreicht. Thürig ist eine große Stadt, Leute. Und die erste Stadt, in die man reinkommt. Was war das? Heilelixier erhalten. Seelenfragment erhalten. Myri hat Level 32 erreicht. Was? Ich hab doch nur die Kat. Ich hab. Heilelixier erhalten. Seelenfragment erhalten. Okay, ich hab tatsächlich eine Katze verwandelt. Und dann noch eine zweite zum Test. Die armen Katzen. Rinna. Ich bin Walner, der Katzenbabykiller. Es war ein Versehen. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass ich sie töte. Alles nur nicht meine Katzen. Okay. Die armen Katzen. Das war ein Versehen. Es tut mir leid. So viele Katzen.
Was gibt's denn hier noch alles? Hm. Krankheitsserum erhalten. Geheimnis. Naja, also es sind ja Kopien und sie sind nicht echt. Also. Heilelixier erhalten. Seelenfragmente erhalten. Dietrich erhalten. Seelenfragmente erhalten. Wasser des Lebens erhalten. Seelenfragmente erhalten. Regenerationselixier erhalten. Seelenfragmente erhalten. Wasser des Lebens erhalten. Seelenfragmente erhalten. Wir sind bestialisch, Leute. Regenerationselixier erhalten. Seelenfragmente erhalten. Was passiert, wenn wir alle machen? Die wäre jetzt fast sicher gewesen. Heilelixier erhalten. Seelenfragmente erhalten. Nyria hat Level 33 erreicht. Die letzte. Leere Flasche erhalten. Seelenfragmente erhalten. Okay, da ändert sich nichts. Wir sind der Katzenbeke. Wir lassen besser keine Zeugen übrig. Oh, fuck. Okay. Aussaugen, umwandeln. Oder verwandeln. Wir verwandeln sie. Okay, wo ist der? Ich hätte gerne blau. Danke. Halt, war aber blau nicht der Krieger? Vampirkrieger. Verdammt! Katzenfutter erhalten. Wett. Eine Packung Katzenfutter. Wir haben einen Vampir erschaffen. Leute. Hey, Moment mal. Das ist der aus dunklen Schatten. Hey, sie kenne ich doch irgendwoher. Gargash. Da müssen sie sich irren, mein Herr. Ganz sicher? Sie kommen mir aber so bekannt vor. Wenn ich es ihnen doch sage, sie verwechseln mich. Komm, Wunder, hör auf, fremde Gentlemen zu belästigen. Aber... Wo sind nur die guten Zeiten hin? Damals, als ich noch Alex und seine blauhaarige Punkerfreundin in meinem Dungeon, dem Tief von Eis und Feuer, zerquetscht habe. Ha, Gag, altes Haus, du bist alt geworden. Was haben wir hier? Sieht aus wie Magier. Herr Farnell. Farnell? Das kommt mir bekannt vor. War das nicht in Harry Potter irgendwas? Niklas Flamm... Nein, das war Flammel. Okay. Oho! Besuch! Willkommen in meinem bescheidenen Haus! Danke für den herzlichen Empfang. Sie müssten ja sehr wohlhabend sein. Nun ja, man kommt so über die Runden. Also, ich heiße Dante Farnell. Der Dante Farnell? Der Schriftsteller Dante Farnell? Ja, genau der. Mein Werk, die Hoheit der menschlichen Existenz, hat mich ziemlich bekannt gemacht. So einen Unsinn habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Aber ich will mal nicht so sein. Sag jetzt lieber gar nichts, Aska. Es endet nur wieder in einem Blutbad. Ja, das ist ein wirklich fabelhaftes Werk mit so viel Wahrheit. Danke sehr.
Darin habe ich meine ganze Lebenserfahrung einfließen lassen. Die Herrschaft des Menschen über alle anderen Lebewesen und so weiter. Und woran schreiben Sie momentan? An dem Buch Mensch oder Tier, in dem ich erläutere, wieso nur der Mensch dazu bestimmt ist, die oberste Rasse zu sein. Wenn ich das schon höre, muss ich mir das Lachen verkneifen. Ja, das stimmt wohl. Nun, wir werden dann mal wieder gehen. Wie ihr meint. Und deshalb bin ich erst recht der Ansicht, dass nur der Mensch allein über das Tier herrschen kann und muss. Denn nichts kann an des Menschen Stärke und Intellekt herankommen. Und so müssen wir weiter daran denken, dass wir nicht vergessen sollten, die Natur unter Kontrolle zu bringen. Und so weiter und so fort. Wie ihr meint. Was haben wir hier? Nichts. Dutzende von Büchern, die von Dante Fanel geschrieben wurden. Hey, hier steht mal ein Buch, das nicht von Dante Fanel geschrieben wurde. Ach, doch nicht. Ich habe mich verlesen. Alles Bücher von Dante Fanel. Ich frage mich, ob seine Frau vielleicht auch mal ein Buch veröffentlicht hat. Ich schätze nicht. Dante Fanel will sicher keine Konkurrenz aus der eigenen Familie. Tja. Gabriel. Hallo, ihr da. Sucht ihr etwas? Nein, eigentlich nicht. Wir schauen uns nur gerne um. Ihr findet doch auch bestimmt Papas Bücher toll, oder? Natürlich. Dann ist ja gut. Papa ist nämlich der Beste und er ist mein großes Vorbild. Das ist schön. Ich schreibe auch schon meine eigenen Bücher. Mein erstes Buch war Adventures of Alex. Papa meinte, dass ich mal ein ganz großer Schriftsteller werde, so wie er. Das ist ja toll. Ich glaube aber, wir müssen jetzt weiter. Hey, soll ich euch nicht noch von meinem zweiten Buch erzählen? Es heißt Adventures of Alex 2. Ist das nicht ein toller Titel? Ja, wir müssen jetzt wirklich gehen. Bald habe ich endlich Adventures of Alex 2 fertig. Dann kann ich mein nächstes großes Werk beginnen. Was wird das wohl sein? Ah, ich hab's! Adventures of Alex 3! Ja, das wird gut! Tja. Gehen wir nach unten wieder. Meine Güte, stehen hier viele Bücher. Alles mehr oder weniger wissenschaftliche Publikationen. Sehr viele Bücher hier im Regal. Hier steht mindestens 10-mal das Buch Die Hoheit der menschlichen Existenz. Noch mehr Exemplare von Die Hoheit der menschlichen Existenz. Hier sind noch weitere Werke von Dante Fanel. Und noch ein paar Werke von Dante Fanel. Ich glaube, Dante Fanel hat gar keine anderen Bücher als seine eigenen. Egoist! Frau Fanel. Oh, ihr sucht bestimmt meinen erfolgreichen Mann. Nein, eigentlich wollten wir mit Ihnen sprechen. Mit mir? Komisch. Sonst wollen alle immer nur mit meinem Mann reden. Seine Bücher sind ja auch sehr bekannt und beliebt. Sagen Sie mal, wie kommt es, dass Sie so viel jünger aussehen? Nun, ich bin 30 Jahre jünger als er, aber das tut unserer Liebe keinen Abbruch. Schön zu hören. Danke, aber nun entschuldigen Sie mich bitte, ich habe noch zu tun. Selbstverständlich.
muss ich für diesen alten Knacker kochen. Das ist so nervig. Naja, was man nicht alles für Geld und Ruhm tut. Immerhin will er nicht mit mir ins Bett. Das wäre schrecklich. Wird Zeit, dass der alte Schnösel endlich das Zeitliche segnet. Und ich sein ganzes Geld für mich allein habe. Wir könnten da Abhilfe schaffen, aber wir tun es nicht. Wie sollte es auch anders sein? Hier stehen noch mehr Exemplare seines Erfolgsbuches Die Hoheit der menschlichen Existenz. Also allmählich glaube ich, das Buch ist gar nicht so erfolgreich, wie Dante Fanel behauptet. Wahrscheinlich hat er alle Exemplare bei sich selber gelagert und behauptet nun, das Buch hätte sich tausendfach verkauft. Scheint mir auch so. Dieses Regal ist voller Exemplare von Die Hoheit der menschlichen Existenz. Flasche halten. Geheimnis. Okay. Gehen wir. Alanos. Hallo, wie geht's? Gut, und dir? Naja, geht so. Irgendwie gibt es hier keine Freundin für mich. Wieso denn? Gibt doch viele Mädchen hier. Schon, aber die gefallen mir alle nicht. Du bist zu bemitleiden, Junge. Die Welt ist doch groß. Such dir doch eine. Naja, aber ich habe doch kein Geld. Außerdem gefällt es mir hier ja. Na, dann können wir dir wohl auch nicht weiterhelfen. Schon gut, macht ja nichts. Ha, warum interessiert sich nur kein Mädchen für mich? Wahrscheinlich, weil ich so arm bin. Ich sollte aber wirklich endlich mal etwas Filar verdienen. Aber dann müsste ich ja immer früh aufstehen. Ach, liebe doch nicht. Kein Wunder, dass ihn keiner mag. Keine mag. Bilana. Was hat das ganze Dorf nur wegen Jaina? Sie ist eine Schlampe wie ihre Schwester. Bitte, was? Hast du irgendein Problem? Wie kannst du es wagen, Jaina als Schlampe zu bezeichnen? Warum sind sie nur so schön? Ich will auch verdammt. Tja. Ah, das rechte Ende. Frau Arius. Ja? Kann ich etwas für euch tun? Nein, wir besuchen Thürik. Nur und unterhalten uns ein wenig mit den Leuten. Das dürft ihr gerne tun. Das einzige Beeindruckende hier ist eigentlich die Familie Iris. Nyria wurde zu einer Soldatin des Königs und Jaina ist eine echte Schönheit. Danke, das werden wir uns merken. Was können diese Leute nur von mir wollen? Ich bin doch nur eine einfache Hausfrau. Sehr merkwürdig. Hey, diese Bücher sind alle nicht echt, nur Tappen. Also, ich habe das natürlich sofort gesehen, Wanner. Natürlich. Die Bücher hier sind alle so verwittert, da kann man nichts mehr lesen. Alles eine Frage der Pflege. Hi, Fiole, alten Geheimnis. Okay. Dann dürften wir jetzt so ziemlich ganz Thürik haben.